sitzt du denn? Hey Stefan. Hey, was esse ich da gerade? Wie, was haben wir da gerade gegessen? Bestimmt was Leckeres, ja, wahrscheinlich. Blöder Dickflack-Penis, Alter. Ich kann ihn zielen. Ich bin da gerade an diesem scheiß Lagerfeuergerüst hängen geblieben. So, jetzt ist er auch tot. Was? Nee. Das schmeißt jetzt nicht weg, mein Freund. Das nimmst du schön mit deiner Haut. Halte ich. Batterien. Das Spiel macht gar nicht süchtig oder so. Nein, Quatsch. Ach, jetzt habe ich mal wieder eine neue Anleitung verfügbar. Wahrscheinlich diese neue Rüstung, ne, mit Batterien. Leuchte ich dann, wenn ich die Batterien mit einsetze? So, wir haben Hunger. Ja, wir essen mal was. Ja, ist die Tech-Rüstung. Wie ein Atompilz. Wer weiß, vielleicht leuchte ich jetzt auch, weil ich habe dieses komische Etwas da gerade gegessen. Und komischerweise lag genau da Jutebjörn. Ich bin mir nicht so sicher. Okay.
Es ist und bleibt ein Rätsel. Oh, ich muss gleich mal so dringend auf Toilette. Ich habe auch Pilze gegessen. Pilze. Ach, das ist die Stelle, wo ich immer nicht wusste, wo das ist, ne? Oh, nee. Jetzt weiß ich nicht, wo genau ich jetzt hier grabe, so, ne? Wenn ich überhaupt graben soll. Ich weiß, hier gab es irgendwo ein Grab. Aber wo war das? Ja, Technobeat kannst du drunter legen, das stimmt. Siehst du aber auch nichts. Mann, was gehst du mir denn jetzt auf die Eier? Piss dich! Schon wieder irgendwas getroffen. Willst du dich mit mir anlegen, ja? Du auch? Ich will hier was suchen. Ihr geht mir gerade mächtig auf die... Was ist denn die Stelle hier?
Hier piept's am meisten. Ja. Wenn ihr mir auf die Eier geht, verfolge ich euch jetzt. Hallo Tattoo Dad. Bestimmt mit einem großen X gekennzeichnet. Ja, ich befürchte leider. Da ist es. Endlich. Ich hab's gefunden. Mann, das ist so eklig versteckt gewesen. Mach ich gerade Leichenschändung? Grabschändung? Jetzt seid ihr alle dran! Yes! Wow! Schön, das gefällt mir. Endlich. Endlich können wir reden. Jetzt hast du so eine dicke Flinte gefunden. Meine sieht ganz anders aus. Weiß nicht. Ich fühle mich gerade gut. Eigentlich Munition im Laufe des Spiels selber herstellen, bin ja noch sehr weit am Anfang des Games. Weiß ich Tatsache nicht. Also ich kann noch nichts wirklich herstellen. Ich könnte es mir aber vorstellen, weil die hier was an Ideen drin haben, was dazu führen könnte, dass man Tatsache Munition vielleicht herstellen kann. Aber das werden wir dann noch erfahren. Morgen kommt, glaube ich, auch der erste Patch des Spieles. Wer weiß, was sie dann sowieso noch reinbringen. Und bin ich sehr gespannt. So, ich trinke mal hier. Ist bestimmt sehr rein, das Wasser. Und das war aber ein lila Punkt ausgebuddelt, oder? Ja. Hab ich. Der legt es jetzt aber auch drauf an, ne?
So, ich gehe jetzt erstmal heim. Oh, was erschreckst du mich so? Willst du das jetzt machen, ja? Bist du dir sicher? Bist du dir sicher? Renn weg! Geh. Dann nicht. Was ist mit dir jetzt? Arschloch. Ich darf den anderen nicht aus den Augen verlieren. Da lang muss ich. Ich pack die mal jetzt wieder weg, wegen ein bisschen Munition jetzt sparen. Ich mach erstmal Game Rape, hoffentlich nicht. Ich hoffe auch. Erstmal mein neuer Lautsprecher. Ganz schön viele gerade unterwegs. Kann ich nicht aufschneiden? Du bist frei! Du bist frei, Jutebjörn. Ich glaube auch, dass noch sehr, sehr vieles auf uns zukommen wird. Ich bin sehr gespannt. Es macht jetzt schon sehr viel Spaß. Erst schlagen, dann befreien. Ich verstehe die Reihenfolge. Sehr gut. Sehr gut, Chloe. Du musst ja dafür sorgen, dass der dich nicht direkt anfällt, ne? Ich zu Hause bin, muss ich erstmal pipi. Ey. Ich glaube, Calvin und Virginia geht's gut. Calvin verfolgt mich sogar. Sehe ich gerade. Lass daher nicht auf Discord gucken. Teaser, Teaser. Okay. Gucke nicht auf Discord nachher. Mhm. Ich hab's jetzt kurz gesehen.
Aber du weißt, dass dieser schaut. Ja. Hier ausgeschlossen wird. Weiß auch nicht, mit was er ausgeschlossen wird. Hä? Kann man in die Samen pflanzen. Du baust dann halt so einen Topf. Du kannst ja auch sowas hier ranhängen. Habe ich hier gerade keinen Platz, ne? Warte mal. Jetzt esse ich es gerade. Egal. So einen Blumentopf und dann, wenn du Samen hast, kannst du dann einfach einpacken und dann wächst es von alleine. Ich habe hier noch so Vogelscheuchen. Ja, die sehen wirklich schrecklich aus, hingebaut, damit nicht die Vögel oder so das sich snacken. Kohlen jetzt sich gar nichts. Ja, es dauert eine Weile, bis das wächst. Kannst einfach einfach bauen. So mache ich mir Aloe Vera. Damit kannst du ja Medizin machen. Noch eine anderen Kraut. So hat man ein bisschen Notfallreserve da. Aloe Verena Feld. Oh, wow. Ich will einfach nichts wissen, was ich nicht wissen darf. Aber ich muss ja noch eine andere Ecke suchen mit Bäumen. Ich habe ja gesagt, da drüben. Muss ich mal schauen. Nehmen wir mal den Seilwerfer. Ist das wichtig, nicht dort zu fällen, wo man sein Lager gebaut hat? Ich fälle einfach, wo ich möchte. Das wird wahrscheinlich, solange du diese Baumstumpfsachen da lässt, irgendwann wieder nachwachsen. Aber wie lange es dauert, keine Ahnung. Bei mir ist doch nichts nachgewachsen. Das soll aber so ein Prinzip sein, dass der Baumstumpf dann verschwindet und dann an einer anderen Stelle ein neuer Baum wächst. Aber wann das passiert, keine Ahnung. Soll auf jeden Fall länger dauern als in Teil 1. Aber dir die Bäume, die in der Nähe sind, und man muss halt weiter laufen. Das ist halt das Problem.
Okay, ist gerissen. Das ist zu weit. Okay, dann muss ich hier vorne irgendwie... Hier ist um Feinde wegen Lärm und so, weißt du? Die kommen so oder so. Das ist die scheißegal. Die wissen, wo du bist. Die riechen dich. Das ist die kackegal. Kannst du auch einfach nur rumlaufen und die greifen dich an. Sobald es Abend wird, ist sowieso eine Katastrophe. Jetzt wird es aber auch dunkel, jetzt sehe ich wieder gar nichts. Frage, wenn man Evoli eine Attacke namens Wet Claw einsetzt, so dass... Wo war die Foto von Evoli vorher drin? Fuck, ist das dunkel? Hallo, Queenie. Weiner fleißig beim Bauen. Ein bisschen. Es geht ja noch weiter. Ich muss noch die obere Etage machen. Ich muss noch das hier zumachen. Mein doof. Ein bisschen Schwung in den Turm. Ja, ich habe keinen Bock, meinen Turm jetzt so abzureißen. Wäre jetzt nicht so cool. Ich stelle es echt scheiße. Ich probiere es einfach, ob es klappt. Bezweifle es. Ich glaube eher, das wird festhängen. Probieren müssen wir. Mach es ja sowieso danach wieder ab, wenn ich genug gesammelt habe. Ich glaube, es wird hängen bleiben. Oder? Ja. Muss dann höher machen. Ja, die Stelle ist ein bisschen doof.
So sieht alles aus. Ja, man muss ja hier austesten. Ja, wir können auch selber am Seil rutschen. Boop. Warte, warte, warte. Sieht's jetzt besser aus? Das ist halt auch Kacke hier. Scheiße. Ona, danke für den Raid. Was gab's Schönes? Diese Stelle ist ja scheiße! Survival! Wie geht's? Wie steht's? Ah, das ist ja ätzend hier. Ist ja richtig doof. Dieser Raid hat doch einen Haken. Es gab Hotelrenovator. Ist das schon wieder was Neues oder habe ich das. Hotelrenovator sagt mir jetzt gerade gar nichts. Klingt aber lustig. Das klingt lustig. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich versuche jetzt zu überleben, zu bauen. Ach, dieser scheiß Seilwinde will hier irgendwie. Ist eine sehr doofe Stelle. Hier wird es wieder abbrechen, ne? Wenn es so weit ist.